Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Heute geht es an die Quarry, die wir in der letzten Folge gecraftet haben. Hier ist der Lavasee. Da werden wir eine Pumpe drüber basteln. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie wir das am besten machen. Aber ich habe ja noch keine Energieleitungen. Deswegen würde ich die Quarry am liebsten direkt hier nebensetzen. Und zwar genau hier hin. Machine Base. Zack. Jetzt muss ich mir überlegen. Wir können sogar noch einen Block reingehen. Alter, weh, ich kann die jetzt nicht abbauen, ne? Oder weh, du... Alter, fällst in die Lava. Was für ein Schock. Aber okay. So, zack. Dann kommt die... der Dynamo. Hier dran. Und die Pumpe. Da dran. Und das Redstone-Ding da dran. Achso, nee. Wollen wir von oben machen von mir aus. Dann der Schalter nach hier. Damit das Ding geschaltet wird. Es kann sein, dass ich die Quarry gleich nochmal abbauen muss. Das machen wir diesmal vorsichtiger. Denn wir wollen ja einen größeren Bereich abstecken. Okay, es wird Nacht. Dann gehen wir kurz schlafen. Die Landmarks habe ich hier mitgenommen. Die platzieren wir dann gleich. Was ist denn nochmal der größtmögliche Bereich, den so eine Quarry abfarmen kann? Hallo? Hau mich nicht. Okay, sie haut mich. Dann hau ich zurück! Bist du tot? Du bist tot. Okay. Böses Geräusch. Gut. Dann machen wir erstmal das hier. Wir platzieren ein Landmark. Irgendwo hier, würde ich sagen. Und dann nochmal irgendwo... Okay, die Höhe müssen wir uns merken. 68. Nochmal irgendwo hier hinten. Am besten so, dass wir nichts von dem Zeug hier zerstören. Oder extra so, dass wir es zerstören. Nein. Hier vielleicht. 67. 68. Sollte passen, oder? Ist das jetzt zu klein vielleicht oder zu groß? Ich glaube weder noch. Nö, das passt, würde ich sagen. Dann nochmal genau hier. Zwischen den beiden Markern. Wo ist der? Finde ich nicht mehr. Da hinten. Auf dem Cobblblock. Aua. Stehst im Weg, Kaktus. Okay, hier. Und müsste dann hier sein, ne? 68. Okay, das sollte funktionieren. Achso, ist jetzt natürlich zu tief. Mist. Gut, bauen wir nochmal ab und stellen den einen Block drauf. So, das gleiche bei den anderen zwei. Und dann sollte das funktionieren. Zack. Und da hinten auch. Bin ich jetzt zu weit? Nee. Sehen wir gleich. Wo ist das Ding? Hier. Eins nach oben. Okay, dann müssen wir diesen Landmark anklicken. So. Und jetzt sollten wir hier die Quarry platzieren können. Und dann müsste der Bereich eben größer werden. Jedenfalls größer als eben. Genau. Gut. Die Pumpe pumpt noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie man oder wann man so eine Pumpe platzieren muss. Aber ich glaube, die sollte man erst platzieren, wenn alles fertig ist. So. Deswegen bauen wir sie nochmal ab. Machen das dann so und so. Und hoffen, dass die jetzt pumpt.
Ah, da kommt was raus. Das ist gut. Dann sollte hier langsam Lava reinfließen. Vielleicht. Tut es das? Noch tut es das nicht. Aber die sollte ja pumpen, ne? Oh, da. Sehr schön. Ah, es funktioniert. Hoffentlich. Okay, dann müssen wir jetzt ganz schnell mal unsere Kisten platzieren. Bauen wir das mal alles ab. Ist auch eigentlich egal. Die Frage ist, wo machen wir das? Erstmal ein paar Cobblepipes. Sonst wird nämlich hier gleich alles rausfallen. Genau. Dann machen wir hier mal eine Diamond Pipe hin. Ne, wir gehen erstmal weiter. So, Diamond Pipe. Diamond Pipe. Du hast mal weg. Nochmal eine Diamond Pipe. Nochmal eine Diamond Pipe. Dann platzieren wir Kisten hier dran. Und müssten jetzt hier auf Gelb zum Beispiel Cobblestones legen. Oder mal Sand. Weil Sand werden wir jetzt zuallererst farmen. Auf Gelb. Wenn jetzt also hier Sand rauskommt. Ah, da kommt es auch schon. Sollte das hoffentlich hier reinfallen. Was stand da eben im Chat? 12 Chunks werden geladen. Die Frage ist ja, ist jetzt auch das hier alles geladen? Denn wenn nicht, wäre das ganz schön doof. Das müssten ja hier 4x3 sein, ne? Und das ist perfekt. 1, 2, 3, 4 mal 3. Müsste so passen. Wenn nicht, wäre das echt doof. Aber können wir jetzt leider schlecht überprüfen. Aber ich meine, die Quarry steht in diesem Chunk. Ganz genau hier. Deswegen muss ja diese Reihe hier noch geladen werden. Hoffe ich. Naja, mal sehen. Gut, dann mehr Kisten. Platzieren wir uns mal hier drunter, würde ich sagen. Dann kommt in Schwarz Cobblestone rein. Oh, wenn das Ding voll ist, dann funktioniert das nicht. Dann fließt es einfach weiter, oder? Deswegen ist das keine so gute Idee. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert, wie ich es vorhabe. Hä? War das nicht Sand? Soll es hier rein, ne? Komisch. Wir das jetzt so machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann zurückfließt. Mit euch. So, machen wir mal jetzt Cobblestone rein in Schwarz. Und dann eine Kiste nach hier. Dann sollten ja alle Cobbles hier reinfallen. Achso, das ist Quicksand. Okay. Passt. Und wenn sie eben nicht reinpassen, sollten sie hoffentlich rausfallen. Denn wenn sie zurückfließen und dann nach hier gehen, kann es sein, dass alles andere verstopft. Und das wäre nicht sehr schön. Weil dann würden wir wahrscheinlich gar keine Dias bekommen. Aber Dias habe ich auch dabei. Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich dabei. Sollte ich am besten auch mal reinlegen gleich. Irgendwo. Damit wir wenigstens einen Stack oder so bekommen. Mal schauen. Ich habe aber auch genug Kisten, ne? Reicht zwar auf gar keinen Fall für alles, aber auf jeden Fall für einiges. So, hier packe ich einfach mal auch sowas rein, oder? Sowas und Gravel. Ne, das lassen wir erstmal so. Machen dann hier ins Gelbe. Achso, müssen wir alles mit einer Cobble Pipe anbinden. Oh, ich hoffe mal, dass das hier reicht. Die hat echt schon viel weggepumpt. Naja, wir werden sehen. So. Cobblepipe. Cobblepipe. Und Kiste. Das gleiche müssen wir hier nochmal umbauen. Fällt wahrscheinlich die Hälfte wieder raus. Wobei die vielleicht auch in der Hälfte ist, aber nein. Natürlich nicht.
So, wo ist er dran? Hat sich da jetzt was geändert? Nein. Hier, Kobbel. Dann packen wir hier ins Gelbe. So, diesen ganzen möglichen Crap hier rein. Das. Ne, Dirt machen wir noch was eigenes. Quicksand von mir aus. Diorit. Marble machen wir auch was eigenes. Granit. Andesit haben wir jetzt nicht, ne? Aber das ist erstmal egal. Gibt es ja nicht so viel von, hoffe ich. Dann hier ins schwarze Dirt. Dirt. Und dann können wir eigentlich die ganzen anderen Kisten platzieren. Würde ich sagen. So. Kurzer Lag. Sand. So, so. Okay. Ich habe noch ein bisschen Holz, deswegen würde ich sagen, mache ich noch ein paar Kisten mehr. So. Und so. 7 Stück mehr. Cobblepipes habe ich auch nicht mehr, dann müsste ich die auch noch machen. Aber davon habe ich, oder dafür bräuchte ich Glas, deswegen geht das nicht, aber ich kann auch einfach hier noch welche anbinden. Und das sollte eigentlich keine Probleme machen. Genauso wie oben. Sieht zwar nicht so schön aus, aber funktioniert hoffentlich. So, meine größte Sorge ist momentan, dass die Lava nicht reicht. Aber da können wir nur hoffen, dass das eben nicht der Fall ist. Vielleicht wurde auch am Anfang nur sehr viel gepumpt. Weil, weiß nicht, weil dieser Dynamo erstmal voll werden muss. Wobei das auch nur 4 Eimer sind, ne? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen, ob das alles funktioniert. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann müssen wir das nächste Mal nochmal anders powern, eben mit so Solardingern. Ne, das sind ja Windkraftanlagen, ne? Mal gucken. Oh. Was macht er denn für Sachen? Wurde gegessen von Schatten. So, mal gucken. Wie macht man die denn? Windmill wahrscheinlich, oder? Nee. Irgendwas mit Wind? Oh ja, hier. Windturbine. Osmium. Enriched Alloy. Dafür brauchen wir halt auch diese Mechanism Maschinen. Energy Tablet. Electronic Circuit. Ja, scheint nicht allzu schwer zu sein. Aber trotzdem müsste ich eben diese Maschinen dafür machen. Und ich mache das erstmal so. Dürfte ja auch funktionieren, hoffentlich. Gut, 13 Minuten aufgenommen. Dann können wir jetzt noch irgendwas anderes machen. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Denn wir sind jetzt ziemlich weit weg von zu Hause. Achso, die Baumfarm, ne? Die könnten wir einfach mal aufstellen. Haben wir vielleicht irgendwo einen anderen Wald in der Nähe, so einen Birkenwald. Denn dann hätten wir kein Problem mit den großen Bäumen. Aber das wird nicht funktionieren. Denn wir haben keinen Birkenwald in der Nähe. Was ist das hier? Nee. Irgendwas. Setzlinge haben wir auch nicht. Aua. Was könnten wir da tun? Ja, wir können solche Bäume nehmen, aber da sieht man ja schon direkt, dass das nicht funktioniert. Wir könnten noch kurz nach Hause gehen und ich glaube, das mache ich auch. Weil unser Zuhause ist nicht allzu weit weg. So, ich gehe eben schlafen. Denn ich muss auch mal gucken, wo wir denn überhaupt wohnen. Kommt der Creeper? Ne, ein anderer Zombie. Komm schon, schlaf! Danke. Das Bett lassen wir hier. Und gucken mal kurz. Kommt der Creeper näher? Ne. Passt. Irgendwo hier, ne? Ich glaube, auf diesem Berg ist das Portal. Dann müssen wir geradeaus. Und können vielleicht schon mal testen, ob die Chunks geladen sind, die wir da jetzt zurücklassen werden. Genau. Hier hätten wir auf jeden Fall einen normalen Baum. Ja, wir machen lieber das, oder? Den müssen wir jetzt eben fällen. Jetzt habe ich, doch, ein bisschen Holz habe ich noch.
Aber nicht genug für eine Spitzhacke. Aber wir machen einfach das hier. Zack. Hat auch direkt das. Ah ne, Baumprogramm drinne. Allerdings. Achso, bräuchte sie einen Holzblock, um zu erkennen, dass vorher auch ein Holzblock ist. Damit sie hier aber nicht stoppt, bauen wir dann hier auch einen Block hin. Zack. Genau, funktioniert. Achso, das mit dem Wasser müssen wir aber auch noch machen. Mal schauen. Ist jetzt nur alles provisorisch. Oder halt überhaupt nicht effizient. Achso, haben wir jetzt hier doch Setzling haben wir bekommen. Das ist gut. Einfach, weil wir jetzt noch Zeit haben und weil wir dann nebenbei ein bisschen Holz farmen können, wenn das eben funktioniert. Wir werden es sehen. So, die Quarry ist noch dabei, aber allzu weit war ich jetzt auch nicht weg. Aber naja. Wo machen wir das jetzt? Am besten hier, oder? Oh, da fließt was raus. Könnte uns egal sein, ist es uns aber nicht. Am besten wäre es, wenn wir das eben aufsammeln und da zurücklegen. Geht jetzt hier was kaputt? Ich mach's mal in das Loch da. So. Einfach hier rein. Alles, was. Ja. Genau da drunter ist. Ja, ist aber auch nervig jetzt. Oh, egal. So, einmal da. Genau, so sollten wir alles mitbekommen, was da auf der Linie ist. Macht halt jetzt auch keinen Riesenunterschied, ne? Aber immerhin etwas. Und das war, glaube ich, schon das Letzte. Dann können wir da jetzt Blöcke platzieren. Sonst würde eben alles nach unten fließen. Was zwar eigentlich egal wäre, aber. Trotzdem. Zack. Es werden eh auch unterirdische Lavaseen vorkommen. Deswegen ist das wirklich egal, aber was soll's. Gut, dann bauen wir jetzt hier die Baumfarm eben hin. Das passt ja alles von den Chunks her. Wo bin ich? Hallo? Da. Scrollen ist echt komisch. Oh, da kommt ein Zombie, aber der ist unter der Erde, hoffe ich. So. Wir brauchen Dirt zum Beispiel. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mal gucken. Hier sind wir auch noch vollkommen im Rahmen. Dürfte also passen. So. Dann brauchen wir noch Wasser. Achso, dieses Problem haben wir jetzt immer noch natürlich, dass Bäume da wachsen, wo sie nicht wachsen sollen. Aber das werden wir jetzt einfach mal vernachlässigen. Ja. Ist da auch noch ein Teich? Oh, hier auch. Dann nehmen wir Wasser von hier. So. Einmal dort. Dann nach hier. Jetzt können wir auch sehen, ob das vielleicht nicht passt. Doch. Habe ich richtig ausgemessen. So, und in die letzte Ecke. Und wir sind fertig. Dann kommt. Genau. Machen wir hier. Jawohl. Am besten irgendwo hin. Hier zum Beispiel. Wo wir wenig Dirt haben. Weil hier auf diese Seite werden dann die meisten Setzlinge fallen. Machen wir vielleicht hier noch überall ein paar Blöcke hin aus Sand, weil hier können dann keine Bäume drauf wachsen. So, hier noch ein bisschen was hin. Und gut ist. So. Okay, perfekt. Dann. Die Turtle oben drauf. Wo bist du? Da. Dann bekommst du. Ups. Schön aufgesammelt.
Einmal das, einmal das. Wobei wir dir noch einmal helfen. Ganz kurz. Komm schon. Danke. So. Und das war es. Du kommst da weg. Das ist doof, ne, wenn da Mobs drauflaufen. Und das machen die anscheinend sehr gerne. Wir könnten vielleicht das noch ein bisschen höher bauen. Ja, wobei, noch viel höher würde ich es nicht machen, weil sonst der Baum drunter leidet. Aber das passt ja auch erstmal. Dann kommt von hier kein Mobs drauf. Von hier schon, aber egal. Gut, hast du alles? Wir könnten mal kurz testen, ob das funktioniert. Ja. Sollte es. Die hat jetzt keine Kiste, wo sie alles hinlagert. Aber sie wird eh nicht voll. Würde ich mal vermuten. Gut. Dann hätten wir es, glaube ich. Die Quarry ist noch dabei. Und, also, das ist wirklich so. Am Anfang wurde viel mehr Lava verwendet als jetzt noch. Ich hoffe mal, das bleibt so. Und wenn nicht, müssen wir, wie gesagt, da später dann noch nachhelfen. Hier klappt alles. Ja, aber das können wir auch erst später sehen, ob es wirklich funktioniert. Achso, ist wahrscheinlich eben durchgeflutscht, als wir was umgebaut haben. Und hier kommt dann der ganze Rest rein. Holz, Blumen und so etwas. Und später dann hoffentlich Diamanten. Werden wir dann mal auch umleiten, glaube ich, Diamanten. Und dann auch hier reinlegen. Ja, ganz optimistisch. 4 Stacks. Gut, was anderes haben wir jetzt leider nicht. Sowas wie Eisen oder so. Aber wie gesagt, sollte einfach passen. Hoffentlich. Genau. Also das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video, was bei mir dann erst in einer Woche oder so ist. Ungefähr. Gut, bis dann.